Diese wunderschöne Insel ist nur aus einem einzigen Block entstanden. Diesen hatten wir nämlich zu Beginn des Projektes als einzige Startressource. Ich kann ihn unendlich oft abbauen und er wird mir immer wieder neue randomized Sachen droppen. Und heute ist endlich der Tag gekommen. Wir werden in den Nether gehen. Und was mich dort erwartet, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber eine neue, unfassbar overpowerte Sache wartet auf mich. Um zu erfahren, was wirklich auf mich wartet, guckt euch das Video bis zum Schluss an. Und wie auch schon bei den anderen Folgen, ein riesiges Dankeschön, dass dieses OneBlock-Projekt bei euch so gut ankommt. Lasst unbedingt einen Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare, was die nächsten Sachen sind, die wir auf unserer Insel angehen sollen. Viel Spaß mit der Folge. Und damit willkommen zurück auf unserer wunderbaren Insel. Und man könnte jetzt gerade denken, wie, was für eine Insel. Das sieht doch nach einem super normalen Plainsdorf aus. Ja, das liegt eventuell an unserer super guten Arbeit, die wir geleistet haben in Folge Nummer 5. Denn wir haben unsere Insel mal wieder besser, schöner und noch einzigartiger gemacht. Denn wir haben die zwei Viertel vom äußersten Kreis, unserem großen grünen Kreis, in eine Dorf-Area und in eine Dschungel-Area verwandelt. Dieses gesamte Projekt wächst mir einfach immer noch mehr ans Herz und mittlerweile, ihr wisst, glaube ich, dass ich absolut süchtig nach diesem Projekt bin. Ich bin euch unfassbar dankbar für den sowas von krassen Support auf all diesen Videos, auf diese Serie. Ihr könnt auch hier gerne wieder einen Like da lassen, würde mich unfassbar freuen. Abonniert auf jeden Fall auch diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dieses Projekt, keine Sorge, ich sehe die Kommentare, dass ihr euch wünscht, dass es noch weitergeht und nie aufhört. Irgendwann schon, erstmal nicht, aber ich gebe mein Bestes, dass wir auf jeden Fall hier noch eine Menge zu tun haben werden. Ich habe mir heute für die Folge was sehr Großes vorgenommen und ihr könnt es euch eventuell auch schon mal denken. Aber erstmal, wenn ihr gar nicht wisst, was ist Minecraft OneBlock? Ich wusste es eigentlich auch nie so richtig, denn ihr müsst euch vorstellen, ich bin kompletter Anfänger. Ich habe Minecraft OneBlock noch nie gespielt. Es ist für mich auch das allererste Mal. Und zwar, der Minecraft OneBlock ist der Kollege neben mir. Das ist dieser Block, den kann ich immer wieder abbauen und er gibt mir dabei immer wieder verschiedene Ressourcen. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass dieser OneBlock uns mehr so Höhlensachen so gibt. Erze, Deep Slate, mal ein bisschen Cleanstone und so weiter. Am Anfang des Projektes waren das noch ein bisschen schwächere Materialien. Da haben wir halt so Dirt, Holz, vielleicht mal ein bisschen Clay bekommen. Aber mittlerweile sind das hier schon teilweise, ja gut, krass, ne? Da haben wir jetzt so einen Grasblock. Mittlerweile sind die ganzen Ressourcen ein bisschen wertvoller und das ist am Anfang auf unserer gesamten Map das einzige gewesen, was wir am Anfang hatten. Alles, was ihr hier seht, ist daraus entstanden, was uns dieser eine OneBlock gegeben hat. Aber was das wirkliche Ende ist, weiß ich selber nicht. Also ich kenn's ja, also ich habe mich halt auch nicht allzu sehr informiert. Wir werden es halt auf jeden Fall gemeinsam herausfinden. Aber eine Sache, die man auf jeden Fall machen kann, und das weiß ich mittlerweile schon, ist in eine andere Dimension gehen. Also man soll als Achievement 100 Netherrack-Blöcke platzieren. Das bedeutet, ja, also man wird wohl anscheinend wohl in den Nether gehen können. Und darum werden wir uns heute in der Folge tatsächlich auch mal kümmern. Wir gehen in den Nether. Vielleicht werde ich es bereuen, vielleicht auch nicht. Wir werden damit viele neue Möglichkeiten haben, wahrscheinlich neue Ressourcen haben. Aber wie es dort drüben aussieht, ob da jetzt auch ein neuer OneBlock ist, ob die Welt da schon vorgeneriert ist, ob es einfach normaler Nether ist, ich habe keine Ahnung. Das werden wir jetzt halt einfach mal herausfinden. Das bedeutet für uns, wir brauchen 10 Obsidian. Man muss dazu sagen, es gibt in diesem Projekt die Möglichkeit, Sachen custom zu craften. So ist das auch zum Beispiel bei einem Lava-Eimer. Du kannst dir einen Lava-Eimer mit einem Magma-Block und einem Eimer craften. Einen Magma-Block kannst du normalerweise auch mit 4 Magma-Cream craften, aber hier in dem Projekt kannst du das auch, haltet euch fest, mit einem Feuerzeug und 8 Cobblestones drumherum machen. Glaube ich zumindest. Wir werden es gleich sehen. Ich hole nur mal ganz kurz was auf, weil sich alle immer wieder darüber beschweren, dass ich halt sehr selten den OneBlock hier abbaue. Ja, es geht in diesem Projekt darum, den OneBlock abzubauen und ich will das eigentlich nicht vernachlässigen. Und es ist eigentlich so eine kleine Tradition geworden, am Anfang der Folge immer mal einen Villager, die nämlich hier auch random gespawnt immer wieder zukommen können, rankommen zu lassen. Denn auf unserer totalen, also hier auf unserer Übersicht, wir sind momentan in Step 7. Wir haben 2500 Blöcke abgebaut und als nächstes Ziel haben wir 3500. Nur mal so als kleiner Spoiler, Step 9 sind 5000. Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall vornehmen, häufiger diesen OneBlock abzubauen, aber ich bin so vertieft immer wieder in meine Bauprojekte. Ich komme halt nicht dazu. Es ist halt so viel zu erledigen. Was soll ich machen? So, wir bauen mal hier noch ein bisschen weiter ab, aber ich habe das Gefühl, dass hier gleich mal wieder ein Villager sich natürlich einen zahlungskräftigen Kunden ranholen möchte. Ich bin da und ich bin ready. Könnt ihr ehrlich sein? Oh, er ist da. Wenn wir das Feuerwerk hören, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich Besuch haben. Wo ist er? Ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Ist er irgendwo drauf gespawnt? Kollege. Er passt halt sehr, sehr gut dort rein. Er hat sich halt direkt im Dorf eingefunden. Er denkt so, ist ein bisschen wie zu Hause. Hab was Brauchbares. Irgendetwas. 3, 2, 1, go! Okay. Okay. Hey, das klingt echt merkwürdig, aber die 4 letzten Trades
Glowstone, der Pufferfisch, Cobblestone und die Kaulquappe. Die schnappen wir uns. Denn wir haben Eisen und Knochen in Massen. Wir haben so viel. Also, wir holen uns erstmal halt Cobblestone. Ja, das ist, warum nicht? Wir nehmen uns erstmal alles an Glowstone mit. 30 Glowstone-Blöcke. 5 Pufferfische. Der muss auch denken, also was ist denn mit dem hier falsch? Der kauft ja alles zu den überteuerten Preisen. Ja, ich freue mich auch über ein paar Pufferfische. Alle Sachen, die ich halt so nicht einfach bekommen könnte, sind automatisch einfach wertvoll, weil ich komme halt sonst nicht an Pufferfische. Ich hole mir alles halt ran, was er irgendwie mir geben kann, was vielleicht für später noch wichtig sein kann. Und dazu zählen eben auch die Kollegen. 2 Kaulquappen-Eimer. Danke dir, mein Bester. Das hier ist wiederum Quatsch. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Thematik. Never. Wir sind in der Lage, Magma-Blöcke einmal so zu craften. 8 Cobblestone, ein Flint and Steel oder eben ein Lava-Eimer. Wir bekommen daraus 4 Magma-Blöcke und wir brauchen halt insgesamt 10. Das heißt, wir brauchen 3 Feuerzeuge. Und dann brauchen wir Mathematik, sei Dank. 24 Cobblestone, machen uns 3 Feuerzeuge, das so und jetzt kommt wiederum der nächste Play. Eimer haben wir auch unfassbar viele, können jetzt Eimer nehmen und dann sozusagen den Magma-Block da reinplacen. Das ist wie gesagt kein Vanilla-Crafting-Rezept, das ist nicht so im normalen Spiel. Wir können uns jetzt einfach mal 12 Lava-Eimer machen. Das Portal stellen wir jetzt einfach erstmal ein bisschen random hier auf. Ich merke gerade, dass ich es gerade schön mache und ich hätte jetzt dann doch die 12 mitnehmen sollen. Ich habe mir in meiner Minecraft-Karriere schon sehr viele Portale gegossen, aber das hier ist ein Portal, was ich in der Art und Weise auch noch nie so gegossen habe. Das ist schon besonders. Aber es steht. Was haben wir denn achievementmäßig jetzt überhaupt für den Nether vor? Einerseits müssen wir 100 Netherrack-Blöcke mal platzieren. Ja, also wir werden dann sehen. Also es muss da drüben ja dann wirklich einen One-Block geben. Ich merke gerade, Legend of the World, das mit den Dirt-Blöcken ist ja ernst ein bisschen schwierig, weil wir die Dirt-Blöcke, die alle hier sind, gar nicht selber platziert haben, ne? Das allererste Mal in diesem Projekt. Ich habe keine Ahnung, wie es drüben aussieht. Oh mein Gott. Das ist der Nether. Ich habe eine Vermutung, Leute, ne? Meine Koordinaten sind minus 3 und 3. Das kann ja nicht sein. Ich kann ja nicht, also, hier wäre 0, 0. Ich habe erst kurz gedacht, ich habe jetzt vielleicht mit dem Portal irgendwie einen One-Block kaputt gemacht. Ist der Nether, soll das so sein? Ich meine, wir sind auf Höhe 70. Geht es vielleicht darum, dass ich nach unten gehe? Oder oben? Okay, wir gehen mal einmal nach oben. Aber wie weit gehen wir jetzt hier nach oben? Ich habe das Gefühl, dass jetzt hier nichts sein soll. Oben ist auch nichts. Also, dann ist das hier das große Nether-Ding, dass der Nether mehr oder weniger aus nichts besteht. Dann sollte mir das aber eigentlich erklären, dass vielleicht Nether-Stuff nochmal über den One-Block oder über andere Villager kommen werden. Und das hier bietet uns aber trotzdem super Potenzial für die ein oder andere starke Farm. Nur ich sag so viel, ich habe mir für die heutige Folge eigentlich vorgenommen, dass wir heute eigentlich sehr viel Nether-Stuff machen und hier eine geile Insel und das Ganze schön gestalten. Und jetzt ist das halt da hinter uns, das, was wir halt jetzt aktuell haben. Eine Grünfläche mit einem echt nicht schönen Portal. Okay, dann, dann haben wir den Nether erstmal soweit ausgekundschaftet. Dann heißt das für die heutige Folge, wir werden anderweitig kreativ, denn für den Bereich hinter mir habe ich auch noch etwas im Kopf. Es gibt für uns auch eine Möglichkeit, an eine andere Ressource noch ranzukommen. Es ist jetzt die große Frage. Sand mit Dirt und Leanstone kriegen wir 4 Sandblöcke. Es wird halt sehr, sehr, sehr lange dauern, so viel Dirt erstmal ranzuholen. Da wäre erstmal die Frage, da müssten wir halt wieder auf die gute alte Moos-Taktik zurückgreifen. Ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten. Wir werden irgendwann mal sehr viel Sand brauchen, egal wann. Das heißt, wir brauchen sehr viel Dirt. Und Dirt kriegen wir, ja klar, über unseren One-Block ran, aber diese Massen-Dirt, die habe ich auch nur alle ranbekommen, mit der guten alten Cleanstone-Moos-Taktik. Und wenn wir Dirt als Block farmen wollen, weil wir ja vercraften, heißt das, dass wir auch Moosblöcke so bräuchten. Das heißt für uns, die nächste Farm wird jetzt gebaut. Eine automatische Moos-produzierende Farm. Wir werden uns an die Moosfarm ransetzen. Wir haben nur das kleine Problem, für die meisten Moosfarmen braucht man viel Quarz. Für Comparator oder auch für Observer. Ich habe mir jetzt eine Moosfarm rausgesucht, die extra nicht so viele Quarz-Sachen benötigen wird. Denn die einzige Chance für uns momentan an Quarz ranzukommen, ist entweder irgendwann über diesen One-Block hoffen oder wir gehen in den Nether und hoffen, dass dort irgendwann auf einer Plattform
Plattform einen Piglin spawnt, dem werfen wir ein bisschen Gold hin und der könnte uns Quarz traden. Nicht super viel, aber für das bisschen, was wir brauchen, denn wir brauchen nur einen Observer, sollte das reichen. Das heißt für uns, wir machen uns ran an die ganzen Sachen, die wir so brauchen. Und das sind als allererstes 17 Pistons. Wir machen 17 Pistons, ein bisschen Glas, logischerweise ein Moos. Gut, wir brauchen auch 16 Obsidian, die farmen wir. Wir brauchen 8 Hopper. Es ist so schön, dass wir reich sind an Eisen. 37 Redstone. 4 Lava-Eimer. 2 Kisten. 4 Repeater. Okay, das sind die Sachen, die wir jetzt erstmal brauchen werden. Für die Basiskonstruktion unserer Moosfarm. Die ganze werden wir halt hier jetzt hinbauen. Und eigentlich müssten wir schon so direkt planen, dass wir dann irgendwann, also dass wir jetzt eine Farm bauen, dann da drauf eine Pyramide. Aber ja, wir legen jetzt einfach mal los und machen einfach mal unser Ding. Ein Dispenser, der nach oben guckt. Da kommt der Moosblock drauf und drumherum Cleanstone. Und das ist auch das wichtigste Konzept hinter dieser gesamten Farm. Cleanstone wird zu Moos und wir werden das immer wieder erzwingen. Wir bringen dann jetzt überall Obsidian an den jeweiligen Seiten hier an. Dann kommen jeweils hier vor immer wieder unsere Pistons. Dann kommt dort auch wieder Obsidian hin. Dann jeweils Wasser an beiden Seiten. Glas davor. Und dann hier die Lava. Dann haben wir den Teil erstmal geschafft. Dann kommen die entscheidenden Pistons, die alle jetzt nach unten gucken. Nicht, weil sie traurig sind, die werden hier eine Menge zu tun haben. So, 9 Pistons platziert. So, Repeater, wuppa. Falsch rum. Wuppa. Repeater machen wir auf höchsten Delay. Connecten das auf die Mainfläche und verbinden alle 9 Blöcke hier oben. Wir brauchen jetzt ordentlich Bone Meal und da ist das Gute, dass die beiden Farmen super gut Hand in Hand gehen. Also mit anderer Farm meine ich halt das hier. Dort packen wir einfach mal alles rein. So, dann hier unten überall die Hopper und hier die Kiste. Da kommt unser Moos am Ende rein. Und wenn wir das Ganze jetzt mal mit einem Button hier triggern, sollte eigentlich... das Ganze... funktionieren. So, wir hatten jetzt ein kleines Problem und mussten die gesamte Konstruktion noch mal ein bisschen verändern. Nämlich, das Wasser muss noch einen Block weiter fließen, noch länger unterwegs sein. Weil ansonsten gibt es ein paar Probleme mit der Tickgeschwindigkeit und Lava erzeugt manchmal in einem Tick random Cobblestone statt Cleanstone. Ist eine lange Geschichte. Passt auf jeden Fall auf, falls ihr das Ding mal nachbauen solltet. Und jetzt sollte diese Konstruktion eigentlich nur noch Cleanstone produzieren und das wird dann zu Moos. Bei Cobblestone kann ich zu Moos werden und deswegen ist jetzt alles hoffentlich richtig, oder? Auf geht's! Okay, kein Kabel. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht automatisiert. Das heißt, wir könnten das Ganze natürlich noch weiter automatisieren. Eigentlich mit einer simplen Clock. Die darf nicht zu schnell triggern, weil wenn ich zu oft zu schnell hier drücke, flutet das Ganze zu schnell. Aber das Ganze, was jetzt hier eben passiert, ist das. Wir bekommen sehr viel Moos und zwar auch sehr, sehr schnell. Und das brauchen wir einerseits für, ne, wenn wir jederzeit mal Mossy-Cobblestone machen wollen. Das haben wir zum Beispiel hinten bei dem Dschungeltempel immer wieder gebraucht. Aber es sind auch Moosblöcke unfassbar gut, um sie zu Potsoul zu machen. Potsoul kriegen wir mit einer Giant Tiger. Potsoul abbauen ist Dirt. Und dann haben wir auch Dirt, um Sand wiederum zu haben. Die Moosfarm ist an sich fertig und hässlich. Also sie ist richtig schlimm hässlich. Also... da müssen wir auf jeden Fall was drüber packen, aber das kriegen wir hin. Wir kümmern uns jetzt um eine Redstone-Clock. Ganz simpel, wir brauchen ein paar Repeater, Redstone-Torch, Redstone. Und dann lasst mich mal kochen. Ja. Chefkoch. Redstone, bauen, craften, alles. Und wir bekommen weiter Moos. Und zwar automatisiert. Da können wir uns eigentlich gleich schon mal darum kümmern, fleißig mal ein bisschen Dirt zu farmen, den wir brauchen, um dieses Viertel hinter uns mal ordentlich auf Sand zu machen. Alter, sieht das schrecklich aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist unser Rahmen. Natürlich müsst ihr euch jetzt auch vorstellen, wir müssen halt jetzt auch immer fast 2 Stacks Moos hier investieren. Und wir können eigentlich auch direkt schon mal 2 Layer machen. Dann können wir halt nach einem fertig abgebauten direkt weitermachen. Gut, aber jetzt seht ihr auch, dass sich das nicht nach unten ausbreitet. Aber wieder stabil Dirt. Und das ist halt der beste Baum, wenn so ein flacher kommt, der gar nicht erst hochgewachsen ist. Ne? Also, es geht momentan stabil voran. Wir farmen fleißig Dirt, farmen fleißig das, was wir so brauchen werden, damit wir das Ganze hier mit Sand befüllen können. Das Wichtige ist, Sand, solltet ihr wissen, fällt. Das heißt, wir müssen unter diesem gesamten Layer, also das, was hier aktuell grün ist, soll alles Sand werden. Und weil der fällt, müssen wir darunter nochmal mit anderen Blöcken einen Stabilisator bauen. Das heißt, wir müssen eigentlich diese gesamte Fläche einmal abbauen, einen Block darunter placen und dann nochmal den Sand platzieren. Das wird echt viel. Ja, komm, machen wir jetzt mal ein Schaden, das 4.
Komm, Sharpness 4 und der Tag gehört dir. Sharp 4, Fire Spec 2, Unbreaking 3, Knockback 2, Looting 3. Halbe Buch, wer liest. Real Talk ist, glaube ich, ein gutes Schwert. Knockback natürlich jetzt... Vielleicht ist Knockback gar nicht mal so verkehrt. Knockback kann halt auf so einer Insel schon mal ganz praktisch sein, wenn du mal irgendjemanden runterschmeißen musst. Deswegen kann man erstmal mitnehmen. Ja gut, dann haben wir... Dann meinst du gerade, die Minecraft-Welt gut mit uns und gönnt uns mal einfach so ein Schwert. Ist doch vor allem sehr wichtig, dass wir Looting da haben. Okay, ich würde sagen, mittlerweile haben wir auf jeden Fall... Ihr seht selber, ne? Wir haben über 20 Stacks Dirt. Sehr gut. Das bedeutet, wir sollten gleich in der Lage sein, mit genügend Cleanstone auf jeden Fall dann die Operation Sandecke zu starten. Darum kümmern wir uns sofort. Vorher müssen wir uns um eine neue, frische Schaufel kümmern. Hätte mir jetzt ehrlich gesagt FE5 direkt gewünscht, aber... Ja, ist auch so, okay. Unbreaking 3, Fortune 3, FE4. Let's go. So, na dann geht's dann die Arbeit. Und die Arbeit besteht jetzt erstmal daraus, den doppelten Boden, also sprich Blöcke unter dieser Fläche, zu platzieren, damit erstmal das ganze Dirt, was wir jetzt hier abbauen werden, nicht verloren geht. Plus wir auch dann später Sand drauf platzieren können. Und die Blöcke, die wir dafür nutzen werden, sind diese. Wir haben so viel Spruce-Holz. Warum nicht nutzen? Ich überlege, ob wir Slabs nehmen, aber ich sage euch ehrlich, wir haben so viele Holzblöcke, ob ich jetzt Slabs nehme oder nicht. Ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ist nur ein bisschen die Frage, wie wir das Ganze machen. Ja, wobei, ich weiß, wie wir das machen. Den abbauen. Boah, ich glaube, das wird jetzt ultimativ stressig. Ich baue die Blöcke jetzt immer ab und platziere dann halt den wieder nach. Ja, das kann eine Weile dauern. Aber ich glaube, ihr merkt ja schon allein, wie viele Holzblöcke wir platzieren müssen. Also, wie viele Sandblöcke dann wiederum. Also, ne, das wird auch auf jeden Fall sehr viel. Wir müssen dafür auf jeden Fall auch sehr viel Cleanstone wieder farmen. Das wird auf jeden Fall eine Aktion. Also, den kompletten äußersten Ring auch mit Sand zu planen, wäre, glaube ich, ein bisschen viel geworden. Aber das wird richtig, richtig gut aussehen. Da bin ich voll, also wirklich voll von überzeugt. So, das hier können wir hier nochmal in der Ecke ein bisschen machen. Aber ansonsten lassen wir das Gras so stehen. Denn hier kommt am Ende mehr oder weniger ja eh was drüber. Und zwar im besten Fall eine Pyramide, wenn das halt passt von der Größe. Das wird nochmal interessant. Sieht soweit sehr gut aus. Und das Beste kommt ja jetzt auch erst. Denn die etwas anstrengendere Arbeit wurde jetzt gemacht. Alle Blöcke abgebaut. Deswegen haben wir auch nochmal so viel mehr Dirt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo wir überhaupt nicht viel hatten. Und mit diesem gesamten Dirt, den wir jetzt so dabei haben, lass mich mal ein bisschen was schnappen, gehen wir jetzt mal zu unserer Steinkiste. Cleanstone sollten wir auch nochmal ein bisschen haben und machen uns mal ein bisschen Sand. Und dass ihr mir auch glaubt, dass ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle, das ist das Crafting-Rezept für Sand. Und damit werden wir uns auf jeden Fall mal auf entspannt ein paar Stacks machen. So, das hier, das macht ernst viel mehr Spaß. Oh mein Gott, das wird echt groß. Du passt hier aber schon auch optimal hier rein. Wir können dich hier auch lassen. Wenn du hilfst. Oh. Das sieht echt gut aus, ne? Also, es füllt sich... Ehrlich, das wird richtig, richtig gut aussehen. Leider haben wir noch keine Kakteen und auch keine Dead Bushes, um das halt wirklich aussehen zu lassen wie eine richtige Wüste. Aber ich bin mir sicher, irgendwann wird das kommen. Boah, okay, krass. Also jetzt haben wir schon so... Also das war jetzt relativ schnell alles weg. Ja, sollte man da eine große... Boah, das sieht echt gut aus. Das wird richtig gut aussehen. Die Fläche ist gefüllt mit Sand. Das sieht ernst geil aus, ne? Das sieht wirklich cool aus. Also, ignoriert bitte die absolut hässliche automatische Moosfarm, die da jetzt aktuell noch so ein bisschen störend platziert ist. Aber das hat auf jeden Fall Style. Da drüber soll auf jeden Fall eine Pyramide kommen. Das wäre, glaube ich, sehr, 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 sehr cool. Ansonsten könnte man auch überlegen, dort in die Ecke vielleicht einen Wüstendorf-Type-mäßig ranzupacken. Ansonsten, ich fände es halt unfassbar cool, wenn wir vielleicht an Kakteen schon rankommen könnten. Vielleicht an Kakteen rankommen, vielleicht mal ein bisschen hoffen, über den One-Block. Vielleicht droppt uns der Kollege ja mal was Interessantes. Wir gucken, wir machen mal ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz den One-Block durch. Vielleicht ist ja was Neues, Interessantes dabei. Vielleicht spawnt ja mal wieder einen Villager. Wäre jetzt nicht abgeneigt davon. Also ich, Leute, ich sag euch ehrlich, ich kann mir nicht so richtig erklären, was hier nach für eine Stage kommen soll, ne? Ho! Moment, das war was Neues, was wir aber schon längst haben. Das war ein Dschungel, das war ein Jungle Leaf, oder? Ich sag mal so viel, dadurch, dass der Nether nicht so ist, wie wir das vielleicht für diese Folge erwartet haben, denke ich mal, dass hier auf jeden Fall irgendwann auch Nether-Items kommen müssen. Aber ist das jetzt hier nach schon der Fall? Also Dias, Hilfe! Wir kratzen auf nebenbei jetzt einfach mal, warte, mal 20 Diamanten jetzt hier, ne? Das ist also nicht übel.
Ich glaube, Real Talk, das wird mittlerweile schon zum Running Gag, dass ich hier keinen Hopper hinmache, ne? Und ihr das bis zum Ende des Projektes hier miterleben müsst, wie ich... Wo ist er? Hier mal doof dastehe. Kollege, bitte, bitte, bitte. Kaktus, Kaktus, gib mir einen Kaktus, Kaktus. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. 2 Villager in einer Folge. Boah, ich bin so bereit. 3, 2, 3, 2, 1, bumm. Oh, Axolotl, oh mein Gott. Axolotl, cool. Terrakotta, ja, kann und sollte ich auch mitnehmen. Strings nehme ich auf jeden Fall auch mit. Aber den nehme ich mit. Boss. Okay, aber ich hole mir noch einen zweiten, weil Axolotl kann man auch breeden. Logischerweise, wer das nicht mehr weiß, das geht mit Tropical Fischen. So, also, zweites Axolotl, gekauft. Dann nutzen wir die Erde. Ist eh schon geblockt, 45 Terrakotta. Und dann schnappen wir uns nochmal Eisen für Strings. Okay, danke dir für den Trade, mein Bester. Bringt uns jetzt leider nicht den Kaktus der Begierde, aber trotzdem ganz praktisch, mal wieder Strings, Axolotl zu haben. Immer wieder mitnehmen. Also man merkt, wir sind reich. Wir haben eine Menge. Ja, wir sind dazu gezwungen, das ganze Teil einmal abzubauen. Weiter in den Boden zu setzen, damit es nicht so weit rausguckt und wir halt easy in eine Pyramide darüber packen können. Ist ärgerlich, aber da müssen wir jetzt einmal durch. Wir haben einmal in dieser Folge diese Farm gebaut, werden sie jetzt wieder abbauen und dann wieder neu aufbauen. Also, ja, an die YouTube-Zuschauer, für euch wird es ein kleiner, angenehm sein. Ich muss jetzt das Ding, aber in, ja, Wirklichkeit hier einmal komplett abbauen. Oh Mann, aber alles für die Ästhetik, für die Schönheit. Es muss ja gemacht werden. So, jetzt kommt mal wieder ein Part, der immer wieder... Oh Gott, jetzt geht's ab in den Untergrund. Ihr seht das Ganze jetzt sowieso schnell zusammengefasst. It's working! Unter unserer Insel, unter unserem Wüstenabteil. Die Produktion geht fleißig weiter und stört dabei keiner Pyramide, was sehr, 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 sehr gut ist. Jetzt können wir jederzeit, wenn wir halt wollen, hier runtergehen. Und logischerweise wird der Zugang aus der Pyramide dort nach unten gehen. Irgendwann, wenn wir Sourcent haben, machen wir natürlich dann auch einen Itemsaufzug. Dann werden wir das Ganze nochmal automatisieren, dass die ganzen Sachen auch nach oben kommen. Aber wir können uns jetzt erstmal voll und ganz auf den Bau der Pyramide konzentrieren, was sehr, sehr gut ist. Und was natürlich sehr offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass wir für den Bau einer Pyramide sehr viel hiervon brauchen werden. Und zwar Sandstein. Aber ihr seht gerade selber, 2 Stacks Sandstein sind so intensiv teuer, was Cleanstones und so weiter angeht. Das wird auf jeden Fall nochmal ein großer Krampf. Das heißt, sehr viele Cleanstone. Moos, habt ihr ja mitbekommen, ist jetzt nicht mehr so das große Problem. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall, wir brauchen halt noch mehr Dirt. Wir brauchen Stein. Das ist, also... Ey, ich habe mir jetzt auf jeden Fall was Krasses vorgenommen, merke ich gerade für dieses Projekt. Aber glücklicherweise haben wir für Cleanstone diese Konstruktion. Unseren Cleanstone-Generator. So, also, 21 Blöcke ist die quadratische Grundfläche breit. Ich werde das Ganze hier beginnen. Es wird auf jeden Fall über den Ring drüber ragen. Da müssen wir jetzt halt durch. Wir werden, by the way, die Pyramide von innen nicht originalgetreu aussehen lassen. Es geht erstmal nur um die Außenverkleidung, weil das spart auf jeden Fall nochmal Sandsteinblöcke. Ich brauche nämlich, also, ne, wir müssen gucken, wo wir bleiben. Und das ist erstmal die Grundform. Ignoriert bitte den Wandering Trader und die Lamas, das soll nicht so sein. Hier kommen die beiden Tower und ich muss sagen, das ist ja das größte Wiedererkennungsmerkmal von so einer Pyramide. Das ist unfassbar wichtig, dass das auf jeden Fall als erstes fertig gebaut wird. So, wir brauchen auch ein bisschen von den Kollegen. Nicht super viel, aber ein bisschen. Ein, ja, so 10. Ja, wenn man auch nochmal davon ein paar. Und ganz, ganz wichtig, wir brauchen orangenen Terrakotta. Das sollte aber auch jeder wissen. Der ist halt unfassbar wichtig, um den größten Wiedererkennungswert der Pyramide hier darzustellen. Und ich sage euch ehrlich, die dort hinten in der Ecke, das wird so cool aussehen. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich freue mich. Okay, also wir fangen jetzt hier, das ist eigentlich untypisch, wir fangen halt direkt mit dem spaßigsten Part an, um den Wiedererkennungswert zu maximieren. Bauen wir direkt mal, damit jeder direkt sieht, was das hier ist, den standardmäßigen Pyramidenbereich. Aber allein während des Baus dieses kleinen Towers merkt man halt auch einfach, wie krass das hier reinscheppert, ne? Boah, es geht in eine gute Richtung. Das sieht jetzt noch ein bisschen merkwürdig aus, aber ne, ihr seht, in welche Richtung das geht. So, dann haben wir jeweils nochmal 4 Stairs hier und dann nochmal ein 3x3 und dann haben wir Turm Nummer 1 fertig. Ja, so sieht der aus, ganz genau so. Und dann bauen wir direkt den zweiten. Weiter geht's. Stück für Stück wird die Pyramide aufgebaut. Tower Nummer 2. Neigt sich auch dem Ende. Wir hatten vorhin, by the way, den Fehler und haben immer noch den Fehler.
Das Muster ist nur von der und der Seite da. An dieser Seite hat man das nicht. Deswegen kommt jetzt nochmal weg. Die Türme stehen jetzt auf jeden Fall. Eingangsbereich wird langsam auch. Jetzt kommt der Pyramidenpart, der nie so richtig auffällig ist, aber auch unfassbar wichtig hierfür. Der wird auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Sandstein fressen. Und jetzt von dieser Kante aus startet der Pyramidenpart, also das klassische Muster, wie es halt immer wieder weiter nach oben geht. Und gibt dem Ganzen am Ende den Touch, den wir halt auch haben wollen. Und weiter geht's. Aber je kleiner immer wieder der Umfang jetzt wird, desto weniger Blöcke werden wir brauchen. Und so langsam kommen wir in den Bereich, in dem es angenehm wird. Den letzten 3x3-Ring, das lässt sich definitiv sehen. Das wird jetzt hier noch zugemacht. Dann haben wir den einen Seiteneingang. Ich habe auch schon gesagt, wir werden es jetzt nicht original machen. Beide, aber ich habe einfach random das Loch hier einfach gebohrt. Und das ist halt wirklich auch nochmal mittig. Also nicht genau hier drunter. Aber es ist schon nah dran, was ich gut finde. Also es nimmt Form an. Gefällt mir sehr gut. Ging auch jetzt ehrlich gesagt schneller, als ich gedacht habe. Also das sieht nach so unfassbar viel Sandstein aus, wenn man überlegt, dass wir Sand mit Cleanstone und Dirt machen. Das eigentlich ein übertrieben langatmiger Prozess ist. Ging es echt gut. Ich bin, by the way, am Überlegen. Man könnte hier direkt nochmal eine weitere Farm halt auch installieren, was ich auch sehr gerne machen würde. Frage ist da halt nur ein bisschen, welche Farm wir da am besten reinbauen sollten. So, hier haben wir dann den Eingangsbereich. Und rein theoretisch müssten wir jetzt halt die gesamte Fläche hier einmal bedecken mit Sandstone. Und wir haben unsere Pyramide fertig. Also, ja, sie ist jetzt halt nicht original so von innen bebaut, wie normalerweise eine Pyramide aussehen würde. Das ist aber jetzt bewusst so gewählt, damit wir hier einfach schöne Freifläche haben, um, also rein theoretisch könnte man hier sogar nochmal ein Kistenlager reinpacken, falls uns mal oben die Kisten ausgehen würden. Aber der eigentliche Plan ist, würde ich sagen, da vielleicht irgendwann nochmal eine andere Farm reinzupacken. Generell soll das halt mit der Zeit noch mehr nach Wüste aussehen. Das kriegen wir aber, glaube ich, wenn erst hin, wenn wir Kakteen haben sollten, wenn wir Dead Bushes haben, wenn wir das halt auf der Fläche so ausfüllen können, aber jetzt aus dem aktuellen Winkel sieht das halt auf jeden Fall, wenn man sich das so anguckt, richtig, richtig gut aus, wie wir unsere Viertel gestalten. Der Dschungel gefällt mir unfassbar gut, fast schon einer meiner Favorites. Nur die Lianen übertreiben ein bisschen. Plains sieht unfassbar clean aus, wirkt als ob das, also ich bekomme sehr, sehr häufig die Frage im Livestream, wie ich dieses Dorf bekommen habe, weil Leute denken, dass das Dorf dort gespawnt ist. Nein, ich habe es gebaut. Und eben jetzt auch die Pyramide in der Wüste, sie lappt halt ein bisschen über, da hinten, aber das werden wir halt fixen, sobald der nächste Ring außen eben auch nochmal dazukommt und dann werden wir da uns eine coole Möglichkeit einfallen lassen. Das Einzige, was jetzt noch ein Dorn im Auge ist, ist der Kollege dort hinten. Dafür habe ich aber auch schon mehrere Biome so vor Augen. Und ich glaube, wir könnten einerseits einen weiteren Wald machen mit Potsoil oder einfach generell vielen Fichten. Wir könnten aber auch eine Lush Cave dort reinpacken. Das Ganze nach Lush Cave aussehen lassen. Bestimmt auch eigentlich cool. Könnten aber auch Myzel machen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Das, was ich gerade sehe, ist unfassbar gut. Weil wir sind am Überlegen, im Nether, der ja bekanntlicherweise bei uns komplett leer ist, eine Zombie-Pigment-Farm zu bauen. Zombie-Pigment-Farm baut man, wenn immer, mit Magma-Blöcken. Magma-Blöcke sind im Nether am besten ranzuholen, indem du sie einfach abbaust, ne? Unser Nether sieht aber leider so aus. Unser Nether ist eben komplett leer. Wir könnten aber auf jeden Fall mit einer größeren Plattform das hinbekommen, dass die Nether-Monster hier spawnen. Also sprich Zombie-Pigmen, Piglins, alles weitere. Das heißt, dadurch, dass wir eine komplett freie Plattform haben, könnten wir natürlich trotzdem alle Farmen bauen. Aber um eine Farm zu bauen, die super gut funktioniert, brauchen wir eine Menge Magma-Blöcke. Sehr viele Magma-Blöcke. Und es scheint so, als gäbe es Custom-Rezepte, um Magma-Blöcke schneller ranzubekommen. Denn das Klassische, was man kennt, ist man halt mit 2x2 Magma-Cream. Das heißt, man müsste Magma-Slimes töten und dann könnte man sich auch Blöcke craften. Das würde halt einfach nur Tausende dauern, bis wir da auf eine Vielzahl von Blöcken kommen. Was wir machen könnten, ist anscheinend das hier einmal. Das ist das klassische Rezept. Dann haben wir das Rezept Nummer 1. Oh mein Gott. Cobblestone, ein Eisen und ein Flint. Eisen haben wir, Cobblestone haben wir und Flint ist Gravel, den wir auch haben. Dann haben wir aber sogar noch ein weiteres Rezept und das ist mit einem Lava-Eimer. Das wird aber noch länger dauern, weil wir haben leider noch keinen Dripstone und somit auch noch nicht unendlich. Oder Moment. Ein Eimer mit einem Magma-Block ist ein Lava-Eimer. Und aus einem Lava-Eimer mit Cobblestone bekomme ich 4 Magma-Blöcke. Wir haben die Lücke. Das ist so ähnlich wie mit dem Lapis. Lapis hat ja mit Papier hier auch einen mehr oder weniger tricky oder sagen wir mal interessantes Crafting-Rezept. Das heißt, so kommen wir auf jeden Fall an massenhaft Magma-Blöcke ran. Mit massenhaft Magma-Blöcken kommen wir an super viel Gold ran. Und mit super viel Gold kommen wir an alles weitere ran, was wir so gebrauchen könnten, über Piglins. Unter anderem Quarz, Netherbricks und
vieles mehr. Und ich glaube, das sollten wir ernsthaft angehen, denn in dieser Folge soll es ja auch um den Nether gehen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um Cobblestone in Massen, craften das Ganze zusammen und sollten dann eigentlich good to go sein. Und ich muss mir ein bisschen überlegen, das Geile ist ja, dass bei unserem Nether wir einfach schon nichts mehr haben. Das heißt, es muss nichts gespawn-proofed werden. Wir haben mehr oder weniger die perfekte Voraussetzung, um eine super duper Pigment-Farm zu bauen. Deswegen machen wir das. Wir sollten aber erstmal überhaupt überprüfen, bevor wir unsere super duper Plattform jetzt hier bauen, sollten wir erstmal checken, ob überhaupt Pigment spawnen. Es kann ja immer noch sein, dass das gar nicht erst klappt. So, wir machen mal ganz kurz dort eine Testplattform. Wir bauen das alles noch wieder dann auch ab. Keine Sorge. Es funktioniert. Die Monster spawnen. Das bedeutet, für den Nether steht ihm nichts im Weg. Sogar Zombie Pigment. Und oh mein Gott, sie droppen. Oh mein Gott. Und sie droppen die Pilze. Oh mein Gott. Sie droppen Obsidian? Bro, was sind das für OP-Drops? Könnten wir nicht rein theoretisch dasselbe Mob-Farm-Design bauen, wie wir das halt auch schon in der Overworld gemacht haben? Warum sollte dieses Farm-Design nicht funktionieren? Oh mein... Bro, es spawnen einfach Blazes auch. Es spawnen alle Nether-Monster hier. Also Leute, wir werden uns jetzt ransetzen und tatsächlich unsere erste Nether-Farm bauen. Das Ganze wird ein bisschen komplizierter. Wir werden mehr oder weniger einen Monster-Crusher, so wie wir ihn dort haben, bauen. Nur statt Wasser werden wir Lava verwenden und haben dann nochmal das Problem, dass wahrscheinlich, also es werden halt Blazes dort auch spawnen und Blazes werden die gesamte Farm leider super ineffizient machen. Es ist halt einfach nur eine super schwierige Situation, weil man kann normalerweise eine Farm im Nether zu bauen, in der Blazes, Zombie, Piglins, Hoglins werden auch spawnen. Es spawnen alles. Die Situation hat man normalerweise nicht bei irgendwelchen Nether-Farms. Ja, deswegen müssen wir einfach mal sehen, was das jetzt genau wird. Aber ich sag mal so, irgendwie wird's schon. Und da wir jetzt halt hier auch wirklich keinen richtig zentralen One-Block haben, ist das jetzt auch, was meine Ästhetik angeht, ein bisschen schwierig. Wir nehmen jetzt einfach mal als Mittelpunkt in unserer Nether-Welt das Portal einfach, was halt eben schon mal hier ist. Bauen ein bisschen drumherum. Einfach nur, dass wir erstmal eine Basis haben. Aber hier ist es auch vor allem sehr, sehr wichtig, einfach, dass wir, dass wir die untere Half-Slab nehmen, damit hier einfach nichts spawnt und es halt super nervt. Dann bauen wir jetzt von diesem Spot aus, also ein bisschen weiter weg vom Portal, bauen wir jetzt die Grundfläche für die Farm, für den Crusher. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein ganz unwohles Gefühl beim Start der ganzen Geschichte, weil es halt nicht zu 100% klar ist, ob das Ganze halt so gut laufen wird, wie ich mir das vorstelle. So, dann starten wir mit unserer Grundfläche. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, das hier wird der Fallschacht sein. Und der ganze Spaß, der wird jetzt 22 Blöcke hoch gemacht. Das heißt, wir gehen, ja, es muss am Ende 92 bei mir stehen. So, das hier ist einmal der Killing-Fallschacht. Hier kommt die Double-Chest hin. Da kommen an sich eigentlich Hopper rein. Aber, ne, Hopper und dann hier wird geschlagen. Das ist der simple Aufbau. Jetzt ist nochmal die Frage. Wir müssen jetzt halt ein bisschen umdenken, weil Lava fließt weiter als Wasser. Das heißt, wir werden die gesamte Konstruktion halt größer bauen. So, aber da oben seht ihr schon mal, da spawnen schon direkt die ersten Übeltäter und gerade nicht mal wenig. Ja, das war zu erwarten. Das Problem ist, als ich einmal oben war, hatte ich keine andere Wahl, als da lang zu laufen. Weil wenn ich da unten gesprungen wäre, ich hätte kein MG machen können. Ich hätte kein Boot dabei. Ich hätte an sich nichts machen können. So, wir sind wieder zurück mit halbwegs stabilen, naja, ein bisschen auf Krampf ins verzaubert. Würde auf jeden Fall nochmal besser. Jetzt erstmal ganz kurz der große Test, ob die Lava eben genau so fließt, wie wir uns das vorstellen. Okay, gut, dass wir es testen. Es ist ein Block zu weit. Deswegen machen wir das Ganze eben so. Und so ist es dann auch korrekt. So, so sieht die gesamte Konstruktion jetzt erstmal an sich aus. Alright, Trapdoors. Ja, das sieht so, also das sieht so cursed aus. Also hier kommt an sich ein Dach drauf. Und die ganze Konstruktion wird auch erst mit mehreren Etagen halt wirklich effizient. Ich würde jetzt hier erstmal ansetzen mit drei Etagen. Das heißt, ja,
Das wird nochmal ein bisschen dauern, hier alles zu bauen. Das gesamte Farm-Konzept, das ist halt wie gesagt der klassische Monster-Crusher. Trotzdem, nur bauen wir das halt im Nether. Und diese Art und Weise der Farm habe ich so auch noch nie gesehen. Was das Ganze für mich auch nochmal sehr interessant macht. Weil wir eigentlich wieder was Eigenes erfunden haben. So, traumhaft. Etage Nummer 2 steht auch und unsere Rüstung ist kaputt gegangen. Hilfe. So, und ja, logischerweise geht es dann hier direkt wieder weiter mit den nächsten Magma-Blöcken. Machen aber erstmal wieder weiter mit Stormbreaks. Würdet ihr sagen, wir sollten noch mehr Etagen machen oder meint ihr, wir sollten es dabei belassen bei 3? Vielleicht sollten wir erstmal testen, wie effizient es mit 3 läuft. Also es wird auf gar keinen Fall so laufen wie jetzt unsere Overworld-Farm, aber es sollte schon so sein, dass man nur ein bisschen was rausbekommt. Wir müssen uns halt ein bisschen mühselig davon ernähren. Oh mein Gott! Ich glaube, 3 Etagen sollten reichen. Ich bin so gespannt, was wir mit Looting Diamond jetzt rausbekommen werden. Aber das Ding ist jetzt erstmal fertig mit 3 Etagen. Wir müssen jetzt nochmal testen, ob jetzt die Zombified Piglins falsch haben bekommen, weil das dürfte lieber nicht passieren. Wir gucken mal. Ohne Looting, der erste Test. Oh, Step Down Pig. Kill 50 Zombified Piglins. Ja, natürlich, deswegen machen wir das hier die ganze Zeit, weil das natürlich ordentlich Achievements gibt. Wir brauchen dringend Sweeping Edge auch. Und wir kümmern uns jetzt auch sofort um Looting. Aber bis jetzt sehe ich noch keine Piglins, die hier an Fallschaden gerade sterben. Deswegen glaube ich, ist das erstmal ein gutes Zeichen, dass wir vielleicht gar nicht für die oberste Etage die Piglins nochmal in Fallschaden minimieren müssten. Wir gehen mal ganz kurz rüber. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich keine Rüstung habe. Und wir kümmern uns mal ganz kurz um Looting 3. Oh mein, warte mal. Das ist das Schlechteste, was passieren kann. Blazes spawnen in dem Portal. Also wir lösen das jetzt erstmal ein bisschen hässlich. Aber auf jeden Fall erstmal irgendwie. Wir brauchen mal ein paar Zauntore. Wir machen halt sozusagen einfach eine Mini-Schleuse. Also dass man da jetzt nicht so einfach durchkommen kann. Keine Sorge, das ist temporär. Wir beruhigen uns alle und sagen nicht, wie hässlich das ist. Ich werde mir auf jeden Fall in der kommenden Folge wieder was einfallen lassen. Aber es ist jetzt nur für den Moment. Was haben wir denn eigentlich noch? Also, damit wir auch mal hier auf Alibi ein bisschen auf die Nether, also auf die Achievements gucken. Wir haben im Nether, obtain a Magma Block, den Block. Hier haben wir 50 Zombified Piglins, haben wir rangeholt. Und jetzt kommt da ein Gas, den wir töten sollen. Ja, nichts lieber als das, Bro. So, Looting 3 wird jetzt geholt. Boah, ich bin so gespannt, wie das da jetzt abgehen wird. Denn wir haben das Ganze schon hier freigeschaltet. Mit Sharp 4, dann haben wir sogar ein Sharp 5 Schwert. Sharp 5, Fire Spike 2, Unbreaking 3, Sweeping Edge 3 und Looting 3. Jo, man lebt nicht schlecht. Dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Also momentan besteht ja jetzt auch noch die Frage, ob die Zombie-Pigmen halt wirklich noch an Fallschaden dort unten sterben. Die Chance dazu besteht auf jeden Fall. Wir müssen mal darauf achten. Ich habe bis jetzt aber noch keinen gesehen, der hier an Fallschaden gestorben ist, weil, wie gesagt, von der dritten und zweiten Etage fallen sie erst in Lava und sollten dort Fallschaden bekommen. Und dann sollte der Fallschaden hier in den Schacht runter zu viel für sie sein. Aber aktuell sieht es so aus, als ob sie das aushalten. Alright. Ich glaube, dass die Farm halt wirklich keine Probleme macht. Ich bin ready und es kommt. Also innerhalb von ein paar Minuten. Also, ich verstehe jetzt hier 1 oder 2 Minuten. Es geht auf. Oh. Mein Gott. Ich würde sagen, ich hatte Angst davor, dass diese gesamte Konstruktion vielleicht nicht so effizient am Ende sein wird. Aber wie schnell wir hier einen Stack Gold haben, Netherrack gefarmt wird und eben auch die nächsten wieder nachkommen. Ich glaube, wir haben hier eine effiziente, absolut stabile Farm gebaut, mit der wir Zombie-Pigmen ranholen. Mit verschiedensten Drops, die man aus dem Nether so bekommt. Wir haben auch zusätzlich nochmal Blazes, die Blaze-Rods droppen. Also ich bin absolut zufrieden mit der Spawn-Frequenz. Also hier AFK zu stehen, da werden wir auch am Ende auf jeden Fall eine stabile Stuff ranbekommen. Und damit würde ich sagen, wir haben einerseits in der Folge unser Wüstenviertel begonnen. Wir haben eine super nice Farm im Nether gebaut und wir sind jetzt endlich mal im Nether. Ich glaube, das wird das Ende der 6. Folge gewesen sein, Leute. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Schaut unbedingt im Stream vorbei, wenn ihr vielleicht noch manchmal das Ganze hier live in der Entstehung sehen wollt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.